Versteht ihr, was gerade passiert ist? Ich habe ja schon die ganze Zeit die Vermutung angestellt, dass im Prinzip der kleine Junge wir von damals sind. Und es ging ja quasi um eine Explosion. Hier hat er gerade so ein bisschen rumgefanzelt. Und eventuell war das wirklich seine Schuld. Na, hier sehen wir noch weiter. Was macht der denn da? Was macht der da? Wollt ihr noch irgendwas ziehen? Wollten die Schotten dicht machen oder wollten die da noch ein bisschen was reinfeuern? Also ich glaube zumindest, dass es im Prinzip so ist. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber so stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das vor. So, hier haben wir auch wieder nichts, deswegen gehen wir direkt weiter. Ja, die ganze Szenerie kennen wir schon. Da waren wir ja, wie gesagt, überall schon. Aber halt jetzt mit anderen ein bisschen mehr, This was to be my final. Let go of the stolen fire. Ein bisschen Eigenbesetzung, cool. Reignite the true flame. But now the spark. It is almost gone. It is lost. Hopeless. Just like you. Ja. Hier kann man vielleicht auch sehen, dass es wirklich so ähnlich ist, gewesen ist wie auf der Titanic, dass sie das zugemacht haben und eventuell die Leute nicht mehr rauskamen. Da hinten sehen wir nämlich auch noch einen. Es könnte eventuell so ein bisschen bei der Explosion gewesen sein oder bei dem Feuer, dass sie ja nicht mehr rausgekommen sind. Ja, haben versucht noch irgendwie rauszukommen, aber kamen nicht mehr raus. Genauso auch hier. Jetzt stehen die wieder, so in der Reihe. Sehr löblich. Sehr löblich. Okay, hier sehe ich nichts. Wir gehen weiter. Ist der jetzt weggekrochen? Ich glaube, der ist jetzt weggekrochen, ne? So, hier sehen wir nochmal so eine Turbine, wahrscheinlich für Luft. Oh, das ist gerade super spannend, ne? Einfach weil man so ein bisschen jetzt nochmal die ganze Geschichte mitbekommt. Jetzt, wo einem so ein bisschen langsam, aber sicher alles klar wird, ne? Das ist noch einer auf Klo? Ne, ich glaube, das ist eine Wartebank. Okay, never mind. Das ist eine Wartebank. Sorry. Was kann man hier sehen? Hier haben schon mal welche geschlafen. Die wurden dann wahrscheinlich auch vom Feuer überrascht. Was sehen wir hier drauf? Also es ist schon relativ erschreckend, wenn man das sieht, ne? Hier überall liegen die ganzen Puppen, die ja quasi wahrscheinlich die Menschen darstellen sollen. Die alle gestorben sind. Und da waren ja, wie viel war da drauf? 1000 war da drauf, die Hälfte ist mindestens mal gestorben. Das sind so drei Räder gewesen. Ja, es waren so drei Räder, ne? Die da gerade rauskommen. Oh, schon wieder diese langen Gänge. Ich liebe es, ich liebe es. Oh. Oh. Freunde. Kennt man aus vielen Horrorfilmen, ne? Die Zwillinge, die dann plötzlich hinten am Gang erscheinen. Mal sehen, wenn ich jetzt näher komme. Ich glaube, es sind aber auch nur Puppen. Okay, die verschwinden. Die verschwinden. Shit. Shit, 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 da kam schon wieder das Viech. Aber ihr habt gesehen, das waren diese Puppen. Ne? Das waren wahrscheinlich dann zwei kleine Mädchen, die dann auch dadurch gestorben sind. Ui. Forever. Forever. Bin jetzt wieder gelandet. This was to be my final work.
Die Frage ist auch, wo ich jetzt gleich hinrennen muss, ne? Ich renne jetzt mal schnell wieder nach oben. To reignite the true flame. But now the spark. It is almost gone. It is lost. Hopeless. So, da kam ich eh nicht rein. Just like you. Jetzt kommen wieder die zwei Schwestern. Kann ich hier weiter? Ich kann ja auch nicht weiter, ich muss zurück. I have to go back. Oh, ich kann ja gar nicht zurück. Oh, Schwein gehabt. Schwein gehabt, aber hier geht's weiter. Ui, da. Ui, da. Ui, da. So, wieder Knochenbild. Aber hier haben wir zumindest eine Anzeige, wo wir lang müssen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Oh, nochmal ein Dias-Projektor. Ja, da haben die selbst auf dem Schiff so Dias-Projektoren gehabt, um die Leute ein bisschen zu unterhalten. Na? Viel mehr gab es ja damals nicht. Oh oh. Guck mal, das ist auch schon VR. Die haben doch schon VR-Brillen auf. Oh. Meine Freunde, ich habe das Gefühl, ich habe es wieder kaputt gemacht. I think I broke it again. Oh, da, bitte beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich. Aber das scheint von beiden Seiten irgendwie. Warte mal, hier vorne. Das sind nicht dieselben Räume, oder? Das sind nicht dieselben Räume. Hier vorne haben wir nämlich noch ein paar Sessel. Ein bisschen bequemer. Und hier sind einfach nur Stühle, die so ein bisschen verteilt sind. Und hier haben wir auch ein großes Bild am Ende. Können wir hier noch was mitnehmen? Auch hier kann man noch was lesen. Wohin ich auch gehe, folgt es mir. Ich kann mich nicht befreien. Ein gestaltloser Schatten, mein Schatten. Er wandelt sich, verändert sich, genau wie ich. Paul, das stresst mich gerade so hart. Bitte beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich. Ich muss ja auch durch. Ich muss ja auch durch. So, hier mal wieder die Knochen. Ich habe echt Angst, dass ich was übersehe, ne? Zum Schluss hin. Das wäre ein bisschen doof. Das wäre ein bisschen doof. Das haben wir durchgelesen. Wir gehen mal hier weiter. Hier sehe ich gerade auch nichts. Überall diese Bilder. Mit den Totenköpfen. Warte mal, hier ist was. Ah, hier haben wir ein Dia gefunden. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir nochmal das Baumhaus. Ich glaube, wir müssen hier weiter. Oh. Oh. Be fast about it. Wird nochmal gespeichert. Ich hoffe, vielleicht passiert jetzt hier nichts. Aber warte mal, muss ich auch irgendwas machen? Hallo? Mal wegknicken. Weg mit euren Händen! Por favore. Dankeschön. Dankeschön. Ey, ich bin echt am Schwitzen, ne? Ich kann heute gleich zum zweiten Mal duschen. Ich glaube, hier war doch auch Teile der Requisiten, oder? Irre ich mich da jetzt? Oh. Ja, hier fliegt wieder Gold. Die hat, glaube ich, gerade geschossen, die Figur. Guck mal hier rein. Überall geschossen, ne? Kann ich hier hinter noch was machen? Oh, ich will nichts verpassen, ne? Ich will nichts verpassen, meine Freunde. Das wäre echt doof. Aber ich gehe zuerst hier rein.
Ah, hier ist noch was. Haha! Geräusche und Störungen. Oh shit. Oh shit, hier kann ich aber auch mal rein. Oh, Alter! Hallo? Hallo? Das ist wirklich gerade sehr viel Anspannung gerade. Aber hier ist auch eh zu. Also hier komme ich schon mal nicht weiter. Hier kann ich nur ein bisschen durchgucken. Und da hinten sehe ich, wie jemand in Schussposition ist. Aber wir können ja hier nochmal ein bisschen weitergehen. Auf geht das. Ich glaube, hier müssen wir uns auch wieder ducken. Oh mein Gott. The safe. It's closed. Warte mal. So muss das, glaube ich, oder? Ne, jetzt ist es zu, oder? Hä? Ne, Moment. So, so ist das richtig. Jetzt ein bisschen drehen. So, weiter. Okay. Haben wir's? Yeah! Panzerknacker on Tour, meine Freunde. This is how you have to do it. Look at all those treasures. Gold. Noch mehr Gold. Ganz viel Gold. An empty shell cannot live forever. Müssen wir jetzt wieder zurück? Ich glaube, wir müssen jetzt wieder zurück, meine Freunde. Jetzt hier. Ah, ich glaube, wir müssen hier weiter. It oh! Can only ah. Be. Klar, Spaß. Oh, wow. Mama, hast du auf mich geschossen? Ist der Jack oder was? Mal gucken, was hier Schönes gibt. Es wird immer gespeichert, das ist immer gut. Dann müssen wir nicht so weit wieder zurück, falls wir irgendwie sterben sollten. Hier schon mal zu, da komme ich nicht weiter. Was sehen wir hier? Mal ein paar schwebende Früchte, beziehungsweise schwimmende. Wir sind ja quasi unter Wasser, also eher schwimmend. Aber hier kommen wir weiter. Sehr schön. Oh, den Raum können wir doch offen. Ja, den können wir auch von Anfang, oder? Ich meine, den können wir auch vom Anfang. Ich meine, den können wir auch. Was finden wir hier? Aha. Ich glaube, wir haben jetzt alle Poster gefunden. I guess we found all of them. All of them, guys. Also, wenn es wirklich Poster waren, dann dürften jetzt keine Poster mehr da sein. Ergo. Es dürfte nicht mehr ganz so lange dauern. Wie viele Leben hast du buried, just by merely existing? Existing, but never being. Wouldn't it be better if you just went away? Ja, vor allem, wir haben jetzt gerade nochmal die Stimme von der Schwester gehört, wie sie auch nochmal gesagt hat, wie viel Leben hast du beendet? Also, eventuell ist meine Vermutung wirklich richtig, dass wir, als wir klein waren, diese Explosion hervorgerufen haben und dadurch die ganzen Menschen gestorben sind. Puh. Das ist echt schon heftig. So, wir gehen hier mal weiter. Und schauen uns hier nochmal ein bisschen um. Scheint wieder Küchenbereich zu sein. Hier kann ich sogar aufdrehen. Ernsthaft? Unter Wasser? Gibt Geräusche. Und nu? Hat das jetzt irgendwas gebracht? I guess not. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo was. Spielt das jetzt Musik hier ab? Ich glaube, es kommt aus der Richtung hier, ne? Jetzt wird nochmal gespeichert. Aber das dürfte doch rein theoretisch jetzt hier so eine Kulisse sein. Hier komme ich auch nicht weiter. Dementsprechend müssen wir hier drauf. Oh, hello! Captain is on board!
Oh, hier haben wir noch was. Oh, sehr schön. Nochmal so eine Musikrolle. Die sechste, meine Freunde. Die sechste. Hier können wir nochmal schießen. Oder auch nicht. Ja, da werden auch ganz, ganz viele Menschen weggeschossen. Ja. Das ist doof. Oh, hier kann ich auch wieder runter. Ah, die Frage ist jetzt, ob ich jetzt hier unter... Oh, komme ich jetzt überhaupt wieder hoch? Hallo? Ja, ich komme wieder hoch. Die Frage ist, ob ich jetzt da runter muss. Oder einmal unter Deck. Ich glaube, dass ich zuerst einmal unter das Deck muss, oder? Ah, nee, okay. Nevermind, hier geht's nicht weiter. Also von daher können wir jetzt hier unten weiter. Und schauen uns das mal hier an. Oh, guck mal hier. Yay. I'm the captain, still. Okay, bringt uns aber nicht viel. Oh, was haben wir hier? Oh yeah. Nothing. Where's my gold? Where's my gold? Hallo? Ich sehe nichts. Grüezi. Ich brauch Licht. I need light. Soll ich es wieder zumachen? Nochmal auf. Nochmal zu. Ich lasse mal zu. Oh, wie komme ich jetzt hier hoch? Müsste doch bestimmt nicht hier lang? Oder ist in dem... Warte mal. Ich habe gedacht, da wäre vielleicht ein Schlüssel drin. Ist es aber nicht. Muss ich jetzt vielleicht nochmal dran drehen? Was müssen wir jetzt machen, meine Freunde? What do we have to do? Vielleicht ist auch jetzt das... Ja, eine Tür da offen. Hallo? Hallo, ich muss da hoch. Por favore. Oh, danke schön. Ne, ist immer noch zu. Also wir müssen noch irgendwas machen. Wir müssen noch irgendwas machen. Ich gehe nochmal kurz einmal da runter. Und wir schauen uns nochmal ganz genau um, meine Freunde. Ganz genau. Vielleicht können wir auch nochmal irgendwo hoch. Aber es wundert mich, dass hier absolut nichts drin ist. Das wundert mich so ein bisschen. Oder kann ich, warte mal. Ne. Die kann ich nicht irgendwie als Leiter benutzen oder als zum drauf rumtänzeln. Muss die irgendwo hochkommen. Hier hat man halt super wenig Licht, ne? Ah, warte mal. Ah! Yeah, there you go. Alter, willst du mich denn verarschen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das jetzt rein theoretisch so ungefähr um die 500 sind. Shit. So, das geht durch. Ich glaube, das sind die ganzen... Oh, nein! Fuck! Ich glaube, es sind die ganzen Toten. Ich glaube, das sind jetzt alle Toten. Die jetzt da quasi sind. Alter. Das ist schon... Das ist schon heftig. Low Forest! Wo muss ich denn hier lang überhaupt? Oh, wow. Ich mache hier irgendwie die... Immer, der schummelt? Echt? Ja. Oder es ist halt wieder ein neues Gebiet. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Wir gucken mal. Wir werden schon irgendwas finden. Wobei, hier kann ich gar nicht weiter. Also die Richtung ist ja schon mal richtig. Hallo, bye bye. Ich glaube, ich habe die richtige Richtung gefunden. No. Zeigen dir die Puppen nicht den Weg? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach jetzt aus Intuition gelaufen. Ja? Einfach Intuition bei Wilkinson.
Hier können wir noch ein bisschen was abspielen, glaube ich. Oh. Hier guckt auch noch einer fleißig. Na, läuft was Gutes? Komm, ich spiele mal ein bisschen Musik. How many times have I tried to put the pieces back together? Just to watch them fall apart. Muss ich noch weiter drehen? Ich glaube nicht, oder? Kann ich jetzt hier durch? Nee. Muss wieder zurück. Oder? Hä? Where do I have to go? I don't know. What is wrong with you? Ich komme ja auch nicht an dem vorbei, ne? Vielleicht muss ich noch ein bisschen weiter drehen. Ah. I am done. I am done. We cannot be forever. Muss ich da jetzt runter? Ach, das ist doch wieder der Brunnen, oder? YOLO! Jetzt wird's richtig unterwassermäßig, meine Freunde. Jetzt wird's richtig unterwassermäßig. Wir gehen mal weiter. Wow, jetzt sind hier überall Köpfe, beziehungsweise die Köpfe von den Puppen auf Pfählen. Wird der richtig abgespaced hier. Warte mal, hier ist noch was. Das Geräusch aus der Tiefe. Es wird immer lauter. Stampf, Stampf, Stampf. Etwas nähert sich. Kennt man auch aus Herr der Ringe, ne? Die Trommeln, sie werden lauter. In der Dunkelheit. Muss ich hier hoch? Ich komme hier weiter. Das ist schon mal gut. So eine Schiffsschraube? So eine kleine? Ich glaube, wir sind wieder außen, oder? Stimmt, wir sind wieder außen. Das ist ein Oberdeck. Wir sind wieder beim Oberdeck. Und es geht weiter. Na, nochmal so ein Bild mit Totenköpfen. Und da hinten haben wir schon wieder Feuer. He turns to ash? To ash. You know, of all the wasted years, of all the pain it took to bring you here, you don't even know who you are. Nee, actually I don't. Das wird gerade richtig, richtig heftig, ne? Richtig, richtig heftig. Alles hier am Brennen, unter Wasser wohlgemerkt. Ich habe noch diese Geräusche von Knochen nebenbei. Sehr gut. How many times must a man die before he can truly live? How many times? Many times. Feuer. Es brennt, es lodert. Es zerstört. Oh, die muss ich ziehen. This is what happens when you fail to take control. This is what happens. This is what happens. What happened here? Ach, das ist doch die Maske. Haha. Ah, das ist doch die Maske. Und jetzt? Oder waren wir auch der Regisseur? Ich glaube, wir waren auch der Regisseur. Kann's, oh, Alter, kann es wirklich sein? Wir waren der Kleine und der Regisseur? Are you kidding me? Look at it. Look at it.
Ich muss wieder zurück, oder? Oh, jetzt brennt hier nichts mehr. Jetzt kann ich hier, glaube ich, weiter. Ja, hier kann ich jetzt weiter. Oder doch, jetzt kann ich weiter. Hier sind wieder ganz viele Puppen am Liegen. The boy that never speaks. Have you found the voice? We found the voice. Soon the world will know. Soon the world will know. Oh, jetzt haben wir überall diese toten Köpfe. Gehen wir mal hier hinten weiter. Shame I won't be there to see. Shame I won't be there. Oh my God. Recording. You run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. There's no other way. You follow reason, you see through it, you cut away the strings. You're not afraid to play your part. You accept the inevitable. When the tide rises, you give in. You choose the easy way. In the end, du hast die Schwester. There is no right or wrong. There is only... James! Lily! James! Listen to me! You have to go! No! I'm not leaving! I'll find a way to reach you! I know you will! You're strong! Stronger than you know! We'll be together again! We'll be together again. No matter how long it takes, I will find you. I will. Das ist harter Tobak. Wo sind wir jetzt wieder gelandet? Sind wir jetzt wieder am Anfang? Ich glaube, wir sind jetzt wieder am Anfang, oder? Sieht ganz danach aus. Das heißt, ich gehe mal davon aus, meine Freunde. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir jetzt im Prinzip wieder in unseren Raum reinkommen. Und ja, hier kann ich gar keine Türen aufmachen. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir jetzt wieder in unseren Raum reinkommen. Und zwar hier durch. Und nochmal da durch. Oder? Oh, okay, never mind. Ich nehme alles zurück. And so, here we are again. How many times has it come? You don't know, do you? How much? Lord Voldemort. You don't even know what you are. An artist giving an unfocused performance. A creature trapped in a prison of its own making. I know what you came for.
You can't have it. Because you are not ready. Because you have not earned it. When you do, I'll be waiting. Until then. Alter Verwalter. Das war heftig, also vor allem von der Story her war es heftig, mal ganz davon ab, dass alles drumherum auch sehr, sehr schön gestaltet ist mit optischen und audiovisuellen Sachen. Sehr, sehr schön gemacht. Nicht ganz kapiert, aber okay. Am besten nochmal, wie gesagt, am besten nochmal angucken. Ich werde es wahrscheinlich auch nochmal angucken. Das Ende kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig damit reinpacken. Aber wie gesagt, was ich so ein bisschen zwischendurch schon vermutet hatte, ist dann doch eingetreten, meine Freunde. Na? Ich glaube, das ist dann doch eingetreten. Das Spiel ist in Polen entwickelt. Ja, siehst du, läuft doch. Ist aber nicht, dass es schlecht ist, oder? Verwirrte Menschen zurückgelassen? Ja, aber ich sag mal so, eventuell lässt es Platz für Interpretationen. Ne? Kunst zum Beispiel, wird ja auch erst dann zur Kunst, wenn viele verschiedene Leute oder viele verschiedene Menschen unterschiedliche Sachen da reindeuten. Ne? Quasi Deutungsvielfalt und Freiraum. Ne? Kann man vielleicht dann auch da so ein bisschen mit reinterpretieren. Aber ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das Spiel gefunden habt, so overall. Ne? Mal ganz davon ab, dass jetzt das Ende vielleicht nicht so hundertprozentig verstanden wurde. Ich habe es auch noch nicht hundertprozentig verstanden. Ich muss es mir auch nochmal angucken. Dann im Video. Aber ich finde das trotzdem sehr, sehr schön gemacht und vor allem, ihr habt es ja auch selbst gesagt, am Anfang war es erstmal so ein bisschen langsam, ne? Man hat noch viel geguckt und am Ende wurde es immer intensiver. Ne? Es hat sich wirklich zugespitzt. Ne? Es hat sich wirklich zugespitzt. Ich fand das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ne? Und vor allem auch, dass man zum Schluss nochmal gesehen hat, okay, man war definitiv dieser kleine Junge und man hat im Prinzip das alles nochmal all over again miterlebt. In verschiedenen Akten. Hat quasi sich selbst wieder zusammengestellt. Ne? Weil wir scheinbar die Erinnerung darüber verloren haben. Es hat perfekt gepasst, um meine Figur fertig zu basteln. Bin kurz vor Game Ende fertig geworden. Sehr gut, das freut mich. Das freut mich. Ja, meine Freunde, wie gesagt, ich werde das Video auch nochmal highlighten. Dann haben wir, wie gesagt, einen Dreiteiler. Dann könnt ihr es euch nochmal ganz in Ruhe angucken. Ich werde es auch nochmal schneiden und dann auch mal auf YouTube hochladen. Da könnt ihr es euch dann auch mal angucken. Und den ersten Teil, meine Freunde, werden wir aber auch nochmal spielen. Wann genau, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Aber wir werden es definitiv auch noch in Angriff nehmen, damit ihr da auch nochmal seht, wie der erste Teil war. Ne? Weil es wird ja auch einen Grund gegeben haben, warum wir uns so auf den zweiten Teil gefreut haben. Na, und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr da dann wieder mit zuschaut, damit ihr da eventuell auch die Story so ein bisschen miterlebt. Falls ihr, wie gesagt, Teile verpasst haben solltet, könnt ihr euch gerne die Videos angucken. Und ja, also mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich danke auf jeden Fall, dass ihr das mit durchgestanden habt. Fand ich schön. Und wenn es euch nur halb so viel Spaß und Spannung gebracht hat, dann habe ich ja alles richtig gemacht. So, aber ich werde auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich euch schon mal einen schönen Restabend wünsche. Schlaft alle gut. Morgen werden wir morgens wahrscheinlich noch einen Stream machen. Also dürft ihr euch drauf freuen, da gibt es dann wieder DBD. Und ich sag mal, bis morgen, meine Freunde. Schlaft alle gut und träumt was Schönes.